Einen wunderschönen guten Tag zusammen zu einem neuen Video von uns von der Mustang 302 GmbH mitten aus der Wildnis in den USA. Nein, kleiner Spaß, natürlich nicht, aber wir haben hier einen richtig coolen Spot gefunden und möchten euch hier an diesem Platz einen neuen Ford Bronco zeigen und diesmal die zweitürige Variante. Bisher haben wir euch immer die viertürige Variante gezeigt, jetzt also mal der Zweitürer, was tendenziell auch mein Favorit ist tatsächlich. Und dazu kommen wir dann später noch. Ich würde sagen, wir fangen wieder vorne so ein bisschen an und tasten uns dann weiter nach hinten durch. Wir haben die wunderschöne Farbe Cactus Grey. Bin sehr gespannt, wie die auf dem Video rüberkommt. Vielleicht keine einfache Farbe, also auf Videos oder Bildern wirkt die vielleicht ein bisschen anders. Ist aber wirklich eine sehr schöne Farbe, auch in Kombination mit den wieder vorhandenen schwarzen Akzenten. Das heißt, wir haben vorne wieder unseren schwarz lackierten Kühlergrill mit unserem weißen Bronco-Logo. Wir haben hier die Version Wildtrak. Das heißt, wir haben auch hier oben wieder unsere schöne Wildtrak-Grafik. Wir haben vorne wieder natürlich unsere Stahlstoßstange. Ganz wichtig, hier sind auch vorne drin dann gleich die Parksensoren integriert. Und, was natürlich ins Auge sticht, diesmal mitkonfiguriert, der Rammschutzbügel. Manche mögen das, manche nicht. Ich finde es eigentlich sehr, sehr cool. Was ich für mich jetzt persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass der Rammschutzbügel das Bronco-Logo verdeckt. Aber das ist eben Geschmackssache. Ich finde, auf der anderen Seite sieht es sehr, sehr cool auch. Cool aus, so rum. Und ja, das Auto wirkt von vorne einfach vielleicht noch ein Tick martialischer. Deswegen muss ich sagen, gefällt mir der Rammschutzbügel sehr, sehr gut. Und der ist auch ab Werk so von vorne hier wieder von Ford installiert. Im gleichen System von den Schrauben her, wie im Endeffekt die Stahlstoßstange hier auch montiert ist. Also sieht sehr, sehr cool aus. Optisch gesehen steht er wieder sehr schön da. Warum? Wegen dem Sasquatch-Paket. Das habe ich euch ja in einem der letzten Videos schon mal erzählt. Wir haben hier die 35 Zoll Reifen, die 17 Zoll Beadlock-Felgen. Diesmal ist auch dieser Beadlock-Ring hier in schwarz gehalten. Den gibt es tatsächlich schon im Aftermarket in anderen Farben. Also wenn man zum Beispiel einen schwarzen Bronco hat, dann könnte man diesen Beadlock-Ring hier ganz einfach tauschen, zum Beispiel in Rot. Sieht auch sehr, sehr krass aus. Hier ist er jetzt in Schwarz gehalten. Wir haben die großen Kotflügelverbreiterungen. Wir haben unser extrem geiles Bilsteinfahrwerk verbaut. Wir haben die bestmögliche Achsübersetzung. Und bedingt durch das Sasquatch-Paket ist der Bronco noch mal ein ganzes Stück höher als die normale Bronco-Version. Seitlich wieder unsere schöne Wildtrak-Grafik. Wieder hier mit dem Hinweis Sasquatch. Dann haben wir diesmal verbaut die Running Boards, die so aussehen. Diesmal sind sie dran ab Werk. Es gibt auch andere Arten von Running Boards, aber das ist jetzt das Running Board, was man ab Werk bestellen kann. Finde ich, sieht eigentlich sehr, sehr cool aus. Also ist sehr, sehr massiv tatsächlich. Je nachdem, wie groß man ist, der eine mag es mit Running Board, der andere eben ohne. Das ist dann letztendlich eine Geschmackssache. Dann natürlich Hardtop. Beim Zweitürer müsst ihr ein bisschen weniger abbauen. Das Video haben wir ja gemacht, wie man das Hardtop entfernt. Hier sind also nur, muss ich selber gucken, genau, ja, hier sind zwei Paneele und dann habt ihr den ganzen hinteren Teil als ein Panel zum Demontieren quasi. Hier oben mit draufgebaut der Dachträger. Den muss man natürlich vorher demontieren. Also wenn man das Dach wegmachen will, muss der Dachträger vorher runter. Das kostet euch ein paar Minuten mehr Arbeit, ist aber auch wirklich nicht kompliziert. Hier noch ein cooles Feature, das hört ihr vielleicht bei uns auch öfters. Man findet es auch auf unserer Website. Das hier ist das sogenannte Keyless Entry Tastenfeld. Nicht zu verwechseln mit dem schlüssellosen Einsteigen, also dass ihr nicht unbedingt auf der Fernbedienung aufsperren müsst, sondern das hat den Hintergrund, dass ihr quasi hier einen individuellen Code programmieren könnt und dann könnt ihr ins Fahrzeug rein, ohne dass der Schlüssel in der Nähe ist. Und ihr könnt das Fahrzeug auch mit diesem Tastencode wieder verschließen. Hintergrund, Sinn, dieses Keyless Entry Tastenfeld, was zum Beispiel beim Expedition jetzt hier drin wäre, da ist es sogar digital, hier ist es jetzt mit Tasten, was ich aber eigentlich auch sehr cool finde. Hintergrund ist einfach, dass mehrere Personen ins Auto vielleicht Sachen ein- und ausladen und dass derjenige mit dem Schlüssel nicht ständig in der Nähe sein muss. Das ist so ein klassisches Feature in den USA, das gibt es schon ewig. Bei diesem Fahrzeug hier ist es eben entsprechend mitkonfiguriert, man kann es auch weglassen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal so ein bisschen in den hinteren Teil vom Fahrzeug. Also die Farbe ist wirklich, ich finde die sehr, sehr cool. Die steht im Bronco richtig gut. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr. Cactus Grey, super Farbe. Genau, wir haben hier wieder unseren
Ersatzreifen, hinten ist eigentlich alles wie immer. Wir haben die AHK entsprechend umgebaut, also die Elektrik. Das heißt, ihr könnt alle Trailer-Features, die vorhanden sind, auch nutzen. Also genauso wie in den USA. Ja, das war es eigentlich auch schon zum hinteren Teil. Und ich würde sagen, wir schmeißen einen Blick in den Innenraum. Da zeige ich euch ein paar Sachen. Und ich zeige euch mal, wie das hinten beim Zweitürer aussieht, vom Platz her. Bis gleich. So, wir sind im vorderen Teil erstmal des Bronco. Kennt ihr bereits? Wir haben wieder hier unsere Wildtrak-typischen Medium Sandstone Leder-Vinylsitze, die auch wirklich sehr, sehr angenehm sind. Also mit dem Bronco Langstrecken auch gar kein Problem, muss man wirklich sagen. Ich habe es ja schon mal gesagt, der Wagen fährt prima auf der Straße. Langstrecke wirklich absolut gar kein Problem. Auch für Personen, die so groß sind, wie ich zum Beispiel. Man sitzt also wirklich, ich habe es jetzt noch nicht richtig eingestellt, aber man sitzt hier wirklich easy drin. Also gar kein Problem. Hier ist es relativ einfach, denn der Wagen ist voll ausgestattet. Das heißt, wir haben das Mid, das High und das Lux-Paket verbaut. Dementsprechend ist alles drin, was der Bronco hergibt. Wir haben oben auch wieder, das ist Standard bei der Version Wildtrak, unsere AUX-Schalter, wo wir dann eben verschiedenste Dinge drüber laufen lassen können. Also zum Beispiel zusätzliche Lichter, eine Lightbar, was auch immer. Wir haben die 10-Stufen-Automatik, Motorisierung 2,7 Liter V6. Beim Wildtrak könnt ihr keinen Schalter nehmen. Also da gibt es nur den V6 und die 10-Stufen-Automatik. Ansonsten haben wir natürlich noch die Lenkradheizung, wir haben die Sitzheizung, viele Features. Wir haben hier oben wieder unsere Tasten. Das erkläre ich euch aber nochmal so ein bisschen in einem separaten Video. Da gehen wir dann noch ein bisschen mehr auf die Funktionen ein. Ich würde sagen, das interessiert bestimmt den einen oder anderen. Wir prüfen jetzt mal den Platz beim Zweitürer in der zweiten Sitzreihe. Bis gleich. So, jetzt schauen wir mal, ob ich da hinten reinkrabbeln kann in den Bronco. Im Endeffekt ganz einfach. Wir schieben den Sitz nach vorne. Dann können wir hier oben am Sitz den ganzen Sitz hier einfach umklappen und können dann hier einsteigen. Und ja, das machen wir jetzt mal. Ich krabbel mal hier rein. Ich bin natürlich kein Maßstab, ja. Ich bin nun mal sehr groß und dementsprechend sieht es auch immer witzig aus. So. Ah. Ja. Freunde, easy. Ich mache jetzt mal den Sitz wieder so. Ja, der ist eh schon sehr weit hinten jetzt. Genau. Also, Leute, ganz ehrlich, schaut euch das an, wie viel Platz ich habe. Also selbst die Beinfreiheit ist wirklich gigantisch, ne? Also klar, der Sitz müsste jetzt noch ein bisschen weiter hinter. Wenn jetzt jemand wie ich dort sitzen würde, dann wäre der Sitz wahrscheinlich ungefähr hier. Aber Armin, schaut euch das an. Auch von der Kopffreiheit her, das ist doch auch gigantisch. Und das ist das, was ich gemeint habe. In meinen Augen, der Viertürer, das macht schon Sinn. Klar, ihr habt eine Tür mehr. Ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Kofferraumvolumen. Aber die Frage ist natürlich auch immer, die man sich stellen muss, wie oft transportiert man andere Personen und wie oft transportiert man sehr, sehr viel Gepäck. Denn prinzipiell habt ihr ja beim Bronco die Möglichkeit, zum Beispiel über den Dachträger verschiedenste Dinge da drauf zu zurren und zu transportieren. Das heißt, das muss eigentlich alles gar nicht in den Kofferraum, also das Gepäck und so weiter. Ja, das kann man, da gibt es tausende von Systemen, die man da installieren kann. Dann ist auch das Kofferraumvolumen relativ egal. Behaupte ich jetzt einfach mal. Also ich muss sagen, ich bin überrascht, wie viel Platz man hier hinten hat. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Da kann man hier wirklich easy eine gewisse Zeit, übrigens mit eigenem Becherhalter natürlich, der ist auch im Bronco vorhanden, easy eine gewisse Zeit hier fahren. Also wirklich finde ich sehr, sehr cool. Dann zeige ich euch jetzt hier noch was. Da ist es nämlich ein bisschen anders. Man kann diesen Sitz jetzt auch komplett umklappen. Ihr zieht an dieser Lasche hier, dann kommt der Sitz nach vorne und dann könnt ihr hier den ganzen Sitz, zack, umklappen. Wie geil ist das denn, oder? Jetzt sind wir hier quasi schon beim hinteren Teil des Kofferraums. Also man kann auch hier gewisse Dinge transportieren, ganz ehrlich, ja, wenn man das mal vielleicht macht. Da ist auch die Frage, wie oft macht man das? Aber hier ist auch noch mal eine ganze Ecke am Platz, ne? Und dann kann man das hier einfach wieder aufstellen. So, die Kopfstütze wieder hoch. Und dann einfach den ganzen Sitz, zack, wieder hier reintun. Also wirklich prima. Dann sehen wir uns gleich nochmal draußen. Soweit, so gut. Das war es erstmal zum Ford Bronco Wildtrak in der zweitürigen Version. Ganz klar mein persönlicher Favorit. Auch in dieser Farbe gigantisch, würde ich einer dunklen Farbe sofort vorziehen. Ich hoffe, ihr konntet wieder
ein bisschen was mitnehmen. Es werden noch viele weitere Fahrzeuge folgen. Jetzt kommt noch ein kleiner Carphorn. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, das Video zu liken, auch zu kommentieren, was euch für Gedanken in den Kopf schießen zu diesem Fahrzeug speziell. Eine Sache habe ich noch vergessen, gerade eingefallen. Die Länge, der viertürige Bronco ungefähr 4,84 Meter, der zweitürige Bronco ungefähr 4,40 Meter, also ungefähr 40 cm kürzer. Das waren meine Abschlussworte. Danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Servus. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Leader the love with the underdogs on top, and I'm gon' shine, homie, until my heart stop. Go ahead, envy me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. On the grill of my lowrider, guns on both sides, right above the gold wires, I'll 4-5 'em. Kill a nigga on my song and really do it, that's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take your daughter out of Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton, where the wrong colors be cautious. One phone call, I had your body dumped in Marcy. I stay strapped like car seats, been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Poo in 95.